zu einem neuen Stream in The Binding of Isaac. Dingens. Wie heißen wir nochmal? Repentance. Ich würde sagen, versuchen wir nochmal mit dem guten Lazarus nicht zu sterben. Okay. Ja, dann. Was geht mit euch? Könnt ihr bitte einfach weggehen? Danke. Okay. Vielleicht finden wir hier ein Soul Heart. Offenbar ja nicht. Luckerpin, Pretty Fly. Shot Speed Down. Pretty Fly. Wenn ich nochmal eine Bombe finden sollte, dann weiß ich jetzt, wo ich hingehen soll. Das könnte interessant werden. Oh, Sluvi. Oh, Sluvi. Sluvi. Ja. Ja, damit könnten wir uns einen nervigen Raum ersparen. Es wird hilfreich werden. Oh, ich habe eine Ahnung, wo ein Geheimraum ist. Oh, und da können wir auch Soul Hearts bekommen. My Reflections. Eigentlich nicht so. Aber ich werde drauf zurückkommen, wenn wir wirklich nichts anderes finden. Okay, geht weg. Spinnies. Geht weg. Denn My Reflections ist nicht übelst bad, aber auch nicht unbedingt das Item, was uns in irgendeiner Form weiterhilft. Das ist so mein Hauptproblem an der Sache. Und da geht unser Deal. Schön. Sehr, sehr schön. Dieser Kackraum. Was im Sinne des Wortes Kackraum? Gott, warum? Warum kriege ich keine dumme Bombe? Ich will doch nur eine dumme Bombe. In der Zusammensetzung? In der Zusammensetzung? Könnte es sehr interessant werden. Ich sag nicht, dass er einfach wird, aber interessant. Ja. Es dürfte ein bisschen schwierig werden, damit zu zielen. Wie ihr sehen könnt. Oh, er ist ja noch nicht der richtige Boss. Deswegen bleiben wir ganz ruhig. Jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen, dass unsere Tränen ihn auch tatsächlich treffen. Ein Kinderspiel. Aber wenigstens haben wir ganz gute Range. Und wenn wir vielleicht noch eine Bombe finden, dann kriegen wir auch noch einen Deal. Ja, wir kriegen den Deal. Widow. Es war unklug. Aber dich können wir einfacher treffen. Das war easy. Okay. Bitte beschär mir den Deal. Bitte. Nein. Nein. Das ist ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Wir kommen nämlich an alles nicht dran, was von Interesse wäre.
Okay, gehen wir in die Bonusebene und gucken, was da auf uns wartet. Yay. Ohne Soul Heart. Mit nur zwei mittelmäßigen Items. Aber ich vergaß. Es sind mehr mittelmäßige Items geworden. Das sorgt dafür, dass Karten zweimal eingesetzt werden. Wir haben jetzt zweimal Sun. Oh. Es hat inzwischen noch einen anderen Effekt. Wir droppen manchmal auch noch eine Karte dazu. Das ist interessant. Okay. Da geht unser Deal erneut. Hm. Das ist alles andere als optimal, würde ich so behaupten. Oh Gott. Das ist unangenehm. Oh, ihr spuckt Gas und das zündet ihr an. Das ergibt Sinn, aber... Gott, ich mag diese Ebene echt nicht. Unsere Kombination hingegen, die ist ansehnlich. Ich kann nichts dagegen sagen. Okay, was haben wir da? Moms Pet oder der Unicorn Stump? You feel stumped. Ah, ist beides nicht gut. An der Front. Es ist beides nicht gut. Aber Moms Pet wäre in dem Fall das kleinere Übel gewesen. Weil es nämlich tatsächlich hilfreich geworden wäre. Anders als dieser Stumpen. Okay, so. Wir haben immer noch eine Mission, sofern wir die immer noch ausführen können. Nämlich nach Möglichkeit nicht sterben. Und das ist ein echt gutes Trinket. Wenn ich das mal erwähnen darf. Okay, springen wir uns in den Geheimraum. Strength und Jera. Strength und Jera. Ich nehme Jera mit, damit können wir alles vervierfachen. Das, dürfte interessant werden. Das Trinket, was wir aufgesammelt haben, sorgt dafür, dass wir auf den Womp-Ebenen noch Itemräume finden können. Jo. Geht weg. Okay, was ist das? Neja. Aber das ist eher... Er gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Wir stehen noch ganz gut da. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay. Ich habe keine Ahnung, was du eigentlich kannst, aber dieses Wirbeln, kein großer Fan davon. Aber wir leben noch. Aber wir leben noch. Keine Minen für uns, wie mir scheint. Keine Minen für uns. Erneut kein Deal. Es ist Kacka. Das ist Kacka. Irgendwas Nützliches im Shop. Das wäre vielleicht nützlich. Lass mich mal kurz. Justice Bombe. Okay. Wenn ich das mal kurz
bringen dürfte. Retrovision. Card Reading, A Link to the Future. Okay. Okay. Retrovision. Geht das wieder weg oder haben wir jetzt dauerhaft diese Kackvision? Frag ja nur. Mystery Egg. Oh. Das ist cool. Unsere. Unsere, Bildsache eher weniger cool. Ich habe immense Probleme damit, irgendwelche Gegner zu treffen, deshalb, sorry. Und wir wurden getroffen. Fantastisch. Ich meine, ich wollte auch gar keine Deals haben. Nee, die wollte ich eigentlich gar nicht haben. Alles cool. Okay, aber ich glaube, ich weiß, was Card Reading Peak in the Future macht. Es gibt uns ein Portal in den Shop und in den Itemraum, wenn ich das jetzt richtig deute. Und obwohl ich es eigentlich vorhatte, eine Wiki-Seite zu öffnen, bis jetzt habe ich noch keine offen. Das heißt, ich habe genauso wenig Ahnung davon, was Items tun und nicht tun, wie ihr. Vielleicht hat der eine von oder andere von euch mehr Ahnung als ich. Das will ich nicht ausschließen. Das ist gut und gerne möglich. Okay, aber es sind einmal Portale. Sehe ich das richtig? Und durch das Ei spawnen wir immer, wenn wir getroffen werden, einen Kameraden, der mehr oder weniger hilfreich ist. Wenn ich raten müsste. Der Dingens ist eher weniger hilfreich, der was auch immer. Der Stachel im Boden ist nicht hilfreich. Er macht ist nämlich effektiv gar nichts. Außer ein Gegner entscheidet sich da reinzulaufen, was sie bis jetzt nicht getan haben. Also danke für nichts. Oh, Glutonie. Wie kannst du nur? Du hast meine Freunde getötet. Glutonie. Wenn wir jetzt Kohle hätten. Oder fliegen könnten. Eins von beiden. Es würde helfen. Okay. Wenigstens kamen wir unbeschadet rein und raus und haben eine Bombe und einen Schlüssel gekriegt. Ja. Shit, was hat mich getroffen? Okay, nochmal. Bad Trip. Oh, Junge. Das fängt gut an. Das fängt gut an. Okay, ein Soul Heart. Das ist supi. Bedenkt mal meine aktuelle Lage, nämlich, das ist direkt mit. Ich denke, ansonsten sterben wir nur wieder und das will niemand. Geh aus Feuer. Das sieht mir aus wie ein neuer Raum.
Das sieht mir aus wie ein neuer Raum. Geh weg. Weg mit dir, Spawner. Und ihr da unten. Was auch immer verschwinden ihr eigentlich seid. Ihr könnt auch gehen. Nein! Warum kriegen wir nur Bullshit? Wieso Leprosi? Das ist useless. Es ist halt echt. Wenn wir getroffen werden, kriegen wir ein kurzzeitiges Orbital. Was aber super schnell kaputt geht. Das heißt, das ist Müll. Warum nehme ich das schwarze Herz schon mit? Das war so guter Drop. Warum nehme ich ihn jetzt schon mit? Auch eine Münze. Yes! Münzen sind gut. Okay, gib mir jetzt keinen zu schweren Gegner, bitte, okay? Gib mir irgendwen, den wir richtig easy platt machen können. Das wäre sehr lieb. Oh, Widow. Ja, das, das ist vertretbar. Okay. Ja. Deswegen sagte ich, ich will es nicht. Deswegen sagte ich, ich will das schwarze Herz nicht. Ah, Tears Up. Wenigstens etwas. Auf in die nächste Ebene. Oh nein. Punkt 1, wir haben Scheiß-Items. Punkt 2, wir sehen jetzt nicht, welche Items wir mitnehmen. Schön. Schön. Rechts oder links? Da geht unsere Deal-Chance. Ich nehme rechts. Oh nein. Der Kidney Stone. Oh. Okay, das ist ein Haufen Münzen. Oh. Hoffen wir, dass der Nierenstein nicht in der absehbarer Zeit reinkickt. Das könnte nämlich unangenehm werden. Ja. Er hat reingekickt. Gib mir das reduzierte Item. Let's slow this down a bit. Ja, bitte. Nightlight, scared in the dark. Und ein Soul Heart. Wen haben wir hier? Oh, die Drecksackblase. Okay. Ich hätte absolut nichts dagegen. Ein Deal zu bekommen, wollte ich sagen, aber... Das hat sich erledigt. PGs, das ist wenigstens ein gutes Item. Endlich mal. Endlich mal ein gutes Item. Okay, die Stopwatch auch, aber trotzdem. Oh Gott. Ich mag den Hirnstein halt auch echt nicht. Um ehrlich zu sein. Er scheint mir lästig, wenn man nicht abtimen kann, wann er überhaupt aktiv wird. Und man kann dann erstmal eine Zeit lang nicht feuern, was eher unvorteilhaft für uns ist. Aber dafür, ja, er bringt halt einen netten Boost. Das kann man nicht unterschlagen, wenn er raus ist, dann
zerballert. Es ist nicht von schlechten Eltern. Oh, das müssen wir haben. Das müssen wir haben. Ich brauche Geld. Wir brauchen Geld, Jungs. Geld, Geld, Geld. Okay. Geht weg. Okay. Spiegel. Ich habe da was gehört, dass man dann als Lost wiederkommt. Und darauf hätte ich ja ehrlich gesagt keine Lust. Wir kriegen es kaum hin, einen normalen Run zu gestalten. Also werde ich bei Gott nicht sagen, oh, hey, getroffen werden? Nee, ich würde gern beim ersten Treffer sterben, danke. Seht ihr, warum ich Leprosi nicht mag? Es ist einfach... Es ist nicht nützlich. So überhaupt nicht. Nur in sehr, sehr spezifischen Situationen. Und leider befinden wir uns in keiner davon. Super Secret Geheimraum. Er ist ein Reinfall. Er ist ein Reinfall. Okay, gib mir das Item. Ich meine, vielleicht kriegen wir irgendwoher noch Cents. Wir nehmen das. Giant Cells, Micro Friends. What? Sun the Hanged Man. Ich glaube, ich nehme The Hanged Man. Oh, wenn ich getroffen werde, dann spawnen wir kleine Leute. Ist dem so? Oh Gott. Der ganze Run scheint darauf aufzubauen, dass wir getroffen zu werden. Ey, kleiner Mann. Aber die Microfriends scheinen echt guten Schaden zu machen. Deswegen. Oh, Pageant Boy! Okay, was haben wir hier? The Pact ist gut. The Pact ist gut. Und more options. Wie mir scheint, kommen wir schon wieder nicht in die Mine, weil wir keine Bomben haben. Ist mir ganz recht, dann gehen wir auf die zweite Ebene rein, wenn wir Bomben finden. Oh, ihr. Au. Okay, was haben wir hier? Schwachsinn. Schön. Ah, das sind kleine Ichs. Die sind an uns angelehnt. Das ist schön. Oh. Okay. Komm da raus. Danke. Ganz klar der Old Mushroom. Ganz klar der. Okay. Wie gesagt, die haben es halt auch in diesem DLC echt gut hingekriegt, die Devil Deals so hart zu nerven, dass sie gar nicht mehr mal so geil sind, um fair zu sein. Das werde ich nicht mitnehmen. Diese Fliege mag ich nicht. Denn
Es ist jetzt nie gar nicht mehr so einfach, seine ganzen roten Herzen loszuwerden, weil die jetzt auch teilweise schon Soulhearts verlangen. Das heißt, vorher konnte man sagen, ja, zwei rote Herzen, ich hab nur eins. Ja. Scheiß drauf. Dem ist nicht mehr so. Oh, eine Goldkiste. The Moon. The Moon. Au. Wir haben ein schwarzes Herz verloren. Wir haben ein schwarzes Herz verloren. Das ist alles andere als optimal. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viel Leben wir jetzt absolut haben. Deswegen. Der Curse hat gewirkt. Ich hatte Hoffnungen, dass wir eventuell in den Devil Deal kommen. Das wurde leider abgelehnt. Aber wir finden Menge Bomben. Kann ich da eine Brücke bauen? Das ist nett. Wie kriege ich die? Ernsthaft? Wann spawne ich die Microfriends? Scheint mir ein recht solides Item zu sein. Kann mich da drei Münzen reinklatschen und weiter geht's. Super Secret Geheimraum. Da vielleicht. Shit, jetzt können wir ja schon wieder nicht in die. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Oh, du. Hey! Warum habt ihr meine Microfans getötet? Was haben sie euch getan? Oh, jetzt müsste die Ebene kommen, wo man Leben opfern muss, um sie zu betreten. Und danach eine, wo man Moms Knife braucht. Au. Stirb. Geh einfach weg, okay? Geh einfach weg. Dabei hat das so gut angefangen. Okay, nicht dieser Run, aber insgesamt. So gut. Und dann. Weiß ja nicht. Oh, Mama Mega. Mama Mega. Lass mich das mitnehmen. Ich denke, das könnte uns auf der nächsten Ebene so einiges erleichtern. In den Minen. Okay, gehen wir direkt zum Boss. Oh, es ist Krieg. Oh nein. Nimm das. Endlich ein richtiges Orbital. Willst du mich verarschen? Ich komme da nicht durch. Das läuft nicht so gut an der Front, Leben zu haben. Und dabei müssen wir halt auch noch Leben opfern, um in die nächste Special-Ebene zu kommen. Das ist eher nicht so toll. Könnte man sagen. Das ist eher nicht so toll. Das ist gut. Das gibt uns Leben. Stirb, Fake Larry.
Das gibt uns Leben, das dürfte helfen. Geht weg. Jungs, geht weg. Okay, wir hätten jetzt Säckle. Säckle, Säckle, Säckle. Wir hätten hier einen Kampfraum und nochmal 5 Münzen, die wir uns locker sprengen können. Wenn wir eine Bombe hätten. Aber noch mehr Soul Hearts. Ihr seid neu. Ihr seid neu. Was macht ihr? Und was sollt ihr darstellen? Halt, eins von beiden will ich wahrscheinlich nicht wissen. Wahrscheinlich will ich beides. Was ihr macht, das sollte ich wissen wollen. Das sollte ich wissen wollen, das ist korrekt. Okay. Geht weg, ihr Armleuchter. Geht weg! Okay. Ihr seid mir suspicious. Ich kenne euch nicht. Das ist besorgniserregend. Genauso wie die Tatsache, dass da der Nierenstein aktiv wird. Danke. Jesus. Das DLC wurde viel schwerer. Danke. Danke. Hat es euch echt noch nicht gereicht? Der Schwierigkeitsgrad war akzeptabel. Ich kam damit gut klar. Nein. Ja, im neuen DLC übrigens. Wir machen alles schwerer. Wie wär's? Cool. Cool. Gott. Okay, die Ebene. Gib 'n Fuck. Die Ebene, die haben wir uns einfach verdient. Oh nein. Broken Switch. Mystery Medicine. Oh. Was zum Geier seid ihr denn? Oh. Die Portale wurden redesigned? Das ist, krass. Oh. Sorry, mein Freund. War keine Absicht. Oh. Vielleicht doch ein bisschen. Vielleicht doch ein bisschen. Ja, ich finde, nach der ganzen Scheiße haben wir uns das verdient. Oh, Greedo. Das war nicht so cool von... für den Kleinen. Das, war nicht so cool. Ja, ja, gib mir das Eternal Heart. Was auch immer. Was haben wir hier? Ich will das Fragezeichen. Das war ein Fehler. Obwohl, wir haben ein solides Spacebar-Item. An der Front. Ist ein Gewinn. Wir haben das Bombenproblem nicht mehr so hart. Oh, an dem hätte ich gern gespielt. Oh. Das, das ist eher nicht so gut. Ich hätte es lieber im...
Donate-Tomaten gelassen. So, das sollte reichen. Oh, Siren. Hey, du. Oh. Was ich weiß ist, wir wollen das sprengen. Forgotten Lullaby, sing for your friends. Ah. Es ist beides für mich, suspicious. Ich habe keine Ahnung, was eins von beiden macht. Also, ich würde das gleich tauschen. Are you a wizard? Ah, are you a wizard? Okay, gib mir das Sing for your friends. Ich denke, wenn es so sein sollte, es das machen. Weg. Ich habe eine Menge Freunde dabei. Okay. Okay. Danke. Was haben wir hier Schönes? Ventricle Razor. Weiß ja nicht. Gib mir die Batterie. Das braucht mir deutlich zu lange zum Explodieren. Okay, falls wir noch irgendwo... Ja. Oh, es ist dieser Curse. Hey, wie kannst du es wagen, meine Freunde wegzupeitschen? Oh. Oh. Ja, wir sind echt nicht so gut dabei. Scheint mir so gerade der Gedanke zu kommen. Der Run wurde eher nicht aktiviert. Eher so nicht. Oh, der kann sich teilen. Das ist cool. Flieg in die Luft. Gott. Warum brauchst du so lange? Ihr habt das Item genervt, was keiner jemals benutzt hatte. Danke. Wenigstens macht es den Gegnern Schaden, wollte ich sagen. Hört auf, Feuer zu machen. Bitte hört einfach auf, okay? Ich kann in der Aura nicht feuern. Ist es das? Aber die Droprate von Pupis, die scheint erhöht worden zu sein. Hey, du. Okay, wo kommst du? Oh, ich weiß, wo er herkommt. Das Devil Deal Item. Cambion Contact. Wir wurden oft genug getroffen für ihn. Schön. Er hat nichts gemacht, das ist auch schön. Gib mir Piercing Shots. Das ist an der Stelle gar keine Frage. Piercing Shots sind gut genug.
Okay. Ich habe so eine leise Vermutung, wo der Geheimraum ist. Okay, wir haben die Chariot zweimal. Lass mich an ihm spielen. Er kann uns potenziell gutes Zeug geben. Shot Speed Up. This is Are You a Wizard? Das würde niemand mitnehmen, der bei Verstand ist. Das ist korrekt. Ich habe halt die Hoffnung, dass Sing for Your Friends meine Freunde stärker macht, aus irgendeinem Grund. Was Sinn machen würde. Okay, dann nutzen wir die zweite Chariot auch noch, um an dir zu spielen. Two of Clubs. Sagenhaft. Er zahlt immer noch nicht aus. Ja, er ist hartnäckig. Sehr hartnäckig. Was ist das? Health down. Fantastisch. Dann lass mich mal kurz gucken. Super Secret Geheimraum. Da. Yes. Oh, es ist der mit roten Herzen. Nicht mein Favorit. Eigentlich so gar nicht mein Favorit, aber... Was soll ich machen? Ich will, dass unser Freund hier auszahlt. Nein. Okay, wir haben Zeit. Nimm dir alle Zeit der Welt, Bro. Nimm dir alle Zeit der Welt. Ich und meine Armee, wir kriegen das schon hin. Alles easy. Alles easy. Duck Bam! Wirst du wohl auszahlen? Oh. Lass mich mal kurz gucken. Was würde mich da erwarten? Das ist ein HP-Up. Da bin ich mir sicher. Oh, sogar voll machen. You unlock Gehenna. Jochena. Oh, the Siren. The Siren nochmal. Es scheint, als wäre es eine schlechte Idee gewesen, hier reinzuschauen. Aber egal. Unsere Devil Deal Chance ist auf 23%. Und du zahlst immer noch nicht aus. Willst du mich eigentlich verarschen, Duck Bam? Also nicht Duck Bam. Duck Beggar. Der will mich offenbar verarschen. Gib mir das. Den Rest kannst du in Soulhearts verwandeln, Duck Bam. Was? Sag bloß, er droppt. Wollt ihr mich verarschen? Duck Bam droppt keine Soul Hearts mehr. Seid ihr bescheuert?
Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Ja, und du willst auch nicht auszahlen. Das ist... Es läuft fantastisch. Kann mich nicht beschweren. Ich kann mich nicht beschweren. Nein, es ist grauenhaft. Warum in drei Teufels Namen muss da alles grauenhaft werden? Da geht unser erneuter Deal. Ja. Ja. Was soll ich sagen, ne? Das Spiel erfreut mich an manchen Stellen gar nicht mal mehr so sehr. Wenn ich mir das so angucke. Yay, Perks. Autsch. Yay, Spinnies. Yay. Tier ist down. Fantastisch. Dieser Run läuft auch so unfassbar kacke. Warum sind die alle ganz kacke? Musstet ihr wirklich alle guten Items zu Tode nerven? Ich meine, Maw of the Void gibt jetzt auch keinen Damage ab mehr. Es ist nur noch der Kringel. Es ist halt nur noch der Kringel. Das ist der einzige Effekt, den es hat. Au. Oh, wir sind da schon. Wieso sind wir schon hier? Au. Okay, lass mich irgendwas mit Isaac machen. Oh, lass mich irgendwas mit Isaac machen. Tears up und... Bad Trip. Oh, fantastisch. Finde ich ja entzückend, dass mich die erste Berührung tötet. Oh, Trollbombe. Okay, was haben wir hier? Und du bist auch nutzlos. Okay, nicht nutzlos. Aber... Hätte ich's gesehen, hätte ich sowas von rerollt. Das könnt ihr mir so hart glauben. Okay, was haben wir da drin? Ihr feuert unnatürlich schnell. Ihr macht mir ein bisschen Angst. Muss ich gestehen. Könntet ihr wohl bitte... Dankeschön. Dass ihr die Freundlichkeit besitzt, auch mal zu sterben. Ist ja fantastisch.
Okay, erstmal ihr. Oh, ein Tintefrog. Das ist gut. Das ist schön. Okay. Bad Gas. Speed down. Ah. Hi, little Horn. Es geht. Oh, es ist die Bombenwerf-Variante. Sehr schön. Ja. In der Tat schön. Oh, wir sind reich. Wir sind rich. Okay. Super Secret Geheimraum. Wieso auch? Ich werde es bereuen, aber gehen wir in die Ebene. Hinfort, ab in den Gully. Maze. Au. Ich finde es schön, dass sich damit der Devil Deal direkt auch schon wieder erledigt hat. Maze hat keine Animation mehr, wie mir scheint, dass man weggemazed wurde. Und ihr schießt mit Mais. Wie schön. Das ist mir verdächtig, da muss ein Geheimraum sein. Danke. You feel faded. Ah. Au. Bin mir auch noch nicht sicher, was ich von dem neuen HUD-Overlay halten soll. Bin halt immer noch das alte gewohnt. Ich gehe davon aus, dass wir sterben. Außer da ist der Super Secret. Nein, kein Super Secret Geheimraum. Okay. Okay, nochmal. Also einfach nochmal. Ah, diesmal sehen wir unsere Items. Und vielleicht kriegen wir auch einen Schlüssel. Für die nächsten Itemräume. Ich würde es mir wünschen. Denn in dem neuen DLC ist es keine gute Idee, auf die Items zu verzichten. Schildet Tier ist eigentlich gut. Dürfte nur schwer sein, jetzt ein paar Gegner zu treffen. Weil, wenn sie einen Projektilregen auf uns feuern, dann müssen wir durch. Ja. Die Projektile jetzt durch und das könnte unangenehm werden. Oh, Bomben. Yay. Au. Oh, ihr. Friss eine Bombe. Geh weg. Geh weg, Turtling. Hör auf. Alles so rutschig. Geh weg. Ah. Yes. Wir haben überlebt. Ein weiterer Tag. Oh, Speed Damage up. Klar, nehme ich. Jetzt wäre es schön, wenn wir noch irgendwo einen Schlüssel finden. Das wäre fantastisch. Hi, Envy. Haben sie an dir was geändert? Oder bist du
der standardmäßige nervtötende Kopf. Es sieht aus, als wärst du der standardmäßige nervtötende Kopf. Deswegen. Alles cool. Damit kann ich umgehen. Trollbombe. Range down. Juhu! Okay. Das war gute Arbeit. Gute Arbeit. Gehen in den Curse Room. Das war unglücklich. Aber wir haben genug Geld. Wir gucken in den Shop. Gucken in den Shop und sprengen uns notfalls noch was aus dem Automaten. Ein Geschenk. Mehr Kartenraum. Das sehe ich gerne. Okay, also kein Schlüssel. Super Secret Geheimraum. Ja, wir können an dir spielen, wir können es aber auch lassen. Fantastisch, wir können gar nicht in die neue Ebene, selbst wenn wir es wollten. Wie schön. Bombe. Okay, ein Arcade Room. Arcade-tastisch. Vielleicht finden wir da was. The Lovers. Ah. Sprengen wir den noch. Jetzt! Schlüssel! Okay, wir sehen alles. Da ist ein Miniboss, von dem halten wir uns erstmal fern. Au. Gib mir doppelt High Priest das. Ich liebe High Priestess. Die ist einfach viel zu stark, dieser Mutterstampfer. Oh, der ist einfach viel zu stark. Ich liebe ihn. Empress Hermit Joker. Damit High Priestess nicht mitnehmen. Damit wir den Boss ordentlich klatschen können. Obwohl. Vielleicht sollte ich es mitnehmen für. Shit. Ich wollte sagen, vielleicht sollte ich es mitnehmen für die Special-Ebene, wenn wir da reinkommen. Backstabber. Ich denke. Okay. Geh weg. The Hermit. Das könnte nochmal nützlich werden. Oh, das ist der, der nichts zum Wiederbeleben hat. Wenn ich richtig bin. Und er ist tot. So gut wie. Booster Pack, collect them all. Wir spawnen eine Menge Karten. Okay, bevor ich Dark Bomb mitnehme. Lass mich das bitte nachgucken. Binding of Isaac, Repentance, Items, Isaac Cheat Sheet. Ja, ich agree.
Repentance Trinkets. Rebirth Items. Lass mich mal kurz gucken. Wo ist Dark Bomb? Dark Bomb. Drop pills, cards or runes. If he drops a heart, it will always be a black heart. Nicht so gut, wie er eigentlich war, aber das Beste, was wir hier kriegen. Oh, Guppy's Tail. Danke. Booster Pack. Fragezeichenkarte. Chariot. Temperance. Judgment. Temperance. Fragezeichenkarte. Strength. Gib mir das Strength. Gib mir Temperance. Dann Chariot wir. Geben wir dir ein bisschen was. Two of Spades, das ist echt nützlich. Nimm's dir, mein Freund. Ah, oh, wir droppen eine weitere Temperance-Rune. Sache. Okay, Hermit. Sprengung. Steam Sale, 50% reduziert. 50%. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben den Joker dabei. Dann gib mir Two of Spades und rein in den Gully. Rein in den Gully. Geh weg. Ja. Da geht unser Deal und wir könnten gleich sterben. Ist das nicht fantastisch? Aber wir können da unten reingucken. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir es überleben sollen, aber... Das ist ein gutes Item. Und mit dem werde ich auch klarkommen. Mit dem Belzeblub sollten wir klarkommen. Nein! Wie hätte ich das denn wissen sollen? Wie hätte ich wissen sollen, dass wir vom Bosskampfraum dahin kommen, wo Krampus lauert? Sehr ernsthaft. Ah. Shit. Curse of the Blind. Nein, das. Wie wär's, wenn wir das nicht machen? Okay, Red Patch. Damit könnten wir manchmal zu Samson-mäßig Schaden abkriegen für den Raum, wenn wir Schaden erleiden. Oder wenn Gegner sterben. Ganz nett, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Münze? Oh nein. Hier. Hi! Alles cool bei euch? Oh, wir sind noch ein halbes Herz runter. Wir könnten sterben. Ah, das können wir die ganze Zeit. Ist das DLC nicht fantastisch? Ich meine.
könnte hilfreich werden. Außer sie haben das auch zu Tode genervt. Insgeheim hoffe ich, sie haben es gebufft. Ernsthaft. Ich hoffe, sie haben es gebufft. Rechne ich damit? Nein. So überhaupt rein gar nicht. Wir dürfen jetzt nur nicht aufhören, nach links zu feuern. Nur nicht aufhören, nach links zu feuern. Oh. Ja gut. Hören wir halt nicht auf, nach rechts zu feuern. Ist ja klar. Ich meinte rechts. Ah. Okay, das ist gut. Theoretisch hat man im Fenster, wo man das, den Raum wechselt, die Möglichkeit, kurzfristig umzuschalten. Aber ich weiß ja nicht, wenn wir uns festlegen. Oh, ich hätte aufladen sollen. Das ist kein optimaler Raum dafür, wollte ich sagen. Das ist es nämlich definitiv nicht. PhD! Yes! Perks. Es geht schlimmer. Oh, wir können hier reingucken. Ah. Hat sich nicht gelohnt, da reinzugucken. Okay, finden wir raus, was für ein Gegner. Little Horn! Wie geht's dir, mein Freund? Ich hoffe, ganz gut. Es ist die Sonderform, die keine Bomben spuckt. Dafür nur diese schwarzen Kugeln. Würdest du bitte links von mir bleiben? Damit ich dich platt machen kann. Ich hoffe, du verstehst das. Ist nichts Persönliches, aber... Es ist was Persönliches. Ich mag dich nicht. Ich hab dich nie gemocht, kleiner Mann. Oh, der Tacker ist gut. Der macht nämlich Damage ab. Auch wenn wir etwas besorgniserregend aussehen. Wir haben uns das Auge getackert. Lass mich da nochmal zwei Münzchen raussprengen. Eine kriegst du wieder. Und dann vielleicht geht die Chance, dass wir einen Special-Raum bekommen, auch auf der Special-Ebene. Oh, schwarzes Herz. Nice. Okay. Rainer. Schlüssel zurück. Das ist gut. Hell yeah. Das ist gut. Nein. Wieso tust du mir das an, Spiel? Wieso? War das notwendig? Offensichtlich. Metal Plate ist ein Schutz. Spoonbender! Yo! Das ist so gut! Spoonbender ist so gut! Wir haben jetzt Aiming Shots! Ja. Yeah. Spoonbender! Okay. Was haben wir hier? Rapid Bomb Drops. Ich hoffe, das haben sie überarbeitet.
Das war nämlich kein so cooles Item. Obwohl, man hat viele Bomben gekriegt, deshalb eigentlich ganz nett. Mini-Batterien. Au. Lass mich da reinschauen. Yo, Bloody Lust. Rage. Jetzt haben wir den Samson-Effekt. Es ist nicht optimal, aber wir werden jetzt immer etwas stärker, wenn wir getroffen werden. Und gemessen an der Rate, wie oft ich getroffen werde, ist es sehr, sehr gut. Dich gibt's noch! Sachen gibt's! Ja moin! Ich dachte, die Shops wären jetzt alle kacke und unnütz. Offenbar nicht! Es gibt noch die guten Shops. Es gibt noch gute Shops. Ich hake das auf der Liste ab. Nehme es wohlwollend zur Kenntnis. Yo. Ich sehe einen Tinted Rock. Oh nein, nicht du. Ich mag dich so überhaupt nicht. Genau deswegen. Genau deswegen. Jetzt kommt er gleich aus der Mauer. Dann kommt er gleich aus der Mauer. Das ist zum Kotzen ist das. Ist das jetzt eine neue? Pin-Variante. Oder Larry. Sieht mir... Fällt sich mehr wie Larry. Evil Up, 3 Bomben. Da kennen wir alles. Geh auf. Bleib offen. So, das werden wir hart rerollen. Das werde ich ganz bestimmt nicht mitnehmen. Oh. Wir kriegen eine Bombe zurück und das schwarze Herz. Das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Gib mir die kleine Batterie. In der Hoffnung, dass er zu was Nützlichem wird. Ist. Ja. Eine Münze. Ja, damit. Weiter. Okay. Okay. Warum? Zeig deine Fratze. Perks. Ich hatte die Hoffnung, beide zu erwischen. Im Endeffekt habe ich keinen erwischt. Los, mein Freund, gib mir was Cooles. Shotspeed up. Das ist cool. In der Tat.
Pheromone. Okay. Sprengung! Macht euch gegenseitig platt, okay? Das wäre ganz cool. Wir sind maximiert. Wenn ich die Möglichkeit hätte, meinen Run zu rerollen, ich glaube, ich würde diesen Run rerollen wollen. Nein, aber wir haben einen zusätzlichen D6. Oh, wir können noch mal spielen. Das ist schön. Oh, ihr habt Zäumilk. Quasi. Davon gibt es auch noch eine neue Variante. Wie ich gesehen habe. Wie komme ich am effektivsten zum Shop? Einfach hier weitergehen. Denn es besteht die Möglichkeit, dass wir Golden Options kriegen. Und wenn dem so ist, will ich vorher gesehen haben, dass wir mehr Items zur Auswahl bekommen hätten können. Und nicht erst im Nachhinein das feststellen. Bombenraum. Bombastisch. Das ist schon wieder der Matchstick. Au. Der Raum, der soll doch einfach nur nerven, oder? Gib mir das. Teardrop Charm feels lucky. Was zur Hölle? Gib mir die Karte. Member Card has appeared in basement. Das war, glaube ich, ein ganz cooles Item. Oder ich verwechsel es. Das könnte auch sein. Wir gehen nochmal runter zum Bagger und spielen an ihm. Ich meine, es kann ja nicht sonderlich viel schlimmer werden, oder? Wir haben immer noch Perks. Du gibst mir dieses Shit-Item. Really? Ich habe an dich geglaubt, Bagger. Ich habe an dich geglaubt. Oh, Fruitcake. Yay, Rainbow. Random Tiereffekte. Oh Gott. Das könnte grauenhaft werden. Ich denke, das ist der Preis, den wir zahlen. Okay. Wenigstens haben wir bis zum Boss wieder voll aufgeladen. Das macht mir Hoffnung. Okay, wir haben einen normalen Boss und einen großen Bosskampf. Oh, Lorenheini. Oh nein. Oh. Okay. Du schmeißt also mit Bomben und fährst in Loren rum und bist aber eigentlich
You unlocked Ash Pit. Ah, eigentlich bist du ein kleiner Kind. Oh. Sterb. Dankeschön. Gib mir das. Quarter. Das nehme ich nicht mit. Das kannst du vergessen. Das nehme ich nicht mit. Nie und nimmer. Nie und nimmer nehme ich das mit. Dann würde ich behaupten, ich stapfe mal kurz auf den Würfel. Vorher noch mal gucken, ob wir den Automaten dazu kriegen, was auszuzahlen. Nee, nicht wirklich. Sprengung! Ha, dann kriegen wir unser Leben wieder. Easy. So macht man das. Genau so. Okay. Reroll. Was wirst du uns bringen? Bitte sei gut, bitte sei gut, bitte sei gut. Das ist gut. Das ist gut. Rubber Cement. Ob's gut ist, könnten wir drüber streiten. Es wird auf jeden Fall lustig. Es dürfte auf jeden Fall lustig werden. Das ist doch die Hauptsache, oder? Ich denke, nach dem Run ist auch Schluss. Deshalb würde ich vorschlagen. Ich hatte die Hoffnung, dass es sich damit ein bisschen austricksen lässt. Wie ihr seht, nein. Gehenna 1. What? Das gibt's als Träneneffekt. What? Das hat geile Gegner. Kann man nicht sagen, das hat innovative Gegner. Und wir haben innovative Träneneffekte. Da kann man auch nicht meckern. Okay. Yes! Poison Touch und Speed Up. Da gibt's aber immer noch die Chance auf schwarze Herzen, oder? Mach mich nicht schwach. Sag mir, dass es die Chance auf schwarze Herzen noch gibt. The Virus. Virus, Virus, Virus. Ja, sie haben die Möglichkeit entfernt, dass es schwarze Herzen droppt. Fantastisch. Der Damage skaliert inzwischen mit der totalen Anzahl der Herzcontainer. Ist das nicht grandios? Ich meine, macht alles nutzlos. Ist cool. Freut mich. Hi, Guido. Hi, Guido. Theoretisch ist jetzt alles im Shop umsonst. Alles umsonst. Alles umsonst. Oh. Wenn in den echten Shops mal alles umsonst wäre. Oh, Junge. Gib mir das.
Digits, Bait and Switch. Guillotine. Gib mir die Guillotine. Und dann gehen wir zum Boss. Gehenna 1. Was? Was? Es gibt ein Item, was ein... Bolts of Steel. Tears up. Oh. Warte, Jera. Ah, das ist auch cool. Also, es bringt coole Sachen, aber ich finde es echt. Ich finde es kacke, dass ich mich auf nichts mehr verlassen kann. Ich dachte, yay, the virus. Das ist solide. Da kriegen wir wenigstens schwarze Herzen, aber. Nein. Oh. Wir schaffen einen Weg. Zitrone kannst du behalten. Gib mir was Gutes. Los. Los. Während ich das mache, lass mich mal nach einem anderen Item gucken. Serpent's Kiss separates, generates und Poison Tears. Ah. Das habt ihr auch genervt. Oh, genau, dann ist die vor. Spinner worked the above effects. Added to the gold chest item pool. Ja. Okay, Karte. Okay, ich muss irgendwie meinen Würfel aufgeladen bekommen. Serpent's Kiss. Wenn ich... Ich muss die Gegner jetzt... zwingend damit berühren. Das ist auch Käse. Oh. Ihr seid krass. Ich bin froh, dass die Bombe da drin ist. Okay. Teleporter. Yay. Nicht reinrennen, nicht reinrennen, nicht deine Schlüssel für sowas Dummes vergeuden. Oh. Au. Dankeschön. Dankeschön. Wenn wir Glück haben, ist unser Item aufgeladen. Und Pech haben halt nicht. Die Musik hört sich solide an. Ernsthaft. Die hört sich solide an. Au. Au. Damage range up. Danke. Krampus. Geh weg. Okay. Kapi. Klar. Auch wenn die den auch genervt haben. Auch die den natürlich auch genervt haben. Ich brauche Soul Hearts. Gib mir Soul Hearts. Wirst du wohl.
Wirst du wohl. Mach mich nicht schwach. Komm schon. Du hast mich enttäuscht. Sehr. Okay, gehen wir weiter. Wenigstens der Boss auf der nächsten Ebene dürfte einfach sein. Okay, das war ein einfacher Raum. Au. Das gibt Batterieaufladungen, der Typ. Geheimraum. Drei rote Kisten. Shotspeed up, Luck up. Weiß nicht genau, ob ich Shotspeed up haben möchte. Goldkisten. Mit einer Menge Bargeld. Au. Das lief nicht so gut. Wo wäre ich, wenn ich der Shop wäre? Au. Ah, das scheint nicht mein Tag zu sein. Okay, machen wir die Challenge Scatman zum Abschluss. Wir haben die Kacke-Armee. Fantastisch. Das wird ein Fest. Denn wir können nicht schießen. Im Prinzip kann nur die Kacke für uns kämpfen. Aber sie skalieren mit unserem Damage. Oh. Ich weiß, was er macht. Das dürfte interessant werden. Das dürfte interessant werden. Nur so. Er sorgt dafür, dass wir auf jeder Ebene... Ah, das ist interessant. Auf jeder Ebene... Relax. Alle Herzcontainer leeren. Bis auf ein halbes rotes Herz. Und dafür kriegen wir einen enormen Damage ab. Los, Kacke-Armee. Weitermachen. Hopp, 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 hopp. Solars bleiben von dem Effekt unberührt. Was ganz nett ist. Aber dennoch. Hey, Dookie. Was heilt mich? Greift ihn an! Los! Macht was! Werdet ihr ihn wohl angreifen? Ah. Turnhard. Das ist schön. Jetzt greift ihn an! Angriff! Ja, gib mir das Damage ab. Der Rest ist irrelevant. Okay. Hinab! Zack. Oh. In dem Fall sogar alle roten Herzen. In dem Fall alle roten Herzen. Au. Würdet ihr bitte angreifen? Jungs!
Echt nicht cool. Wenn ihr euch weigert mitzuarbeiten. Echt kein feiner Schachzug von euch. Ich kann nicht schießen. Ich kann doch nicht schießen. Würde doch so gern. Wenn ich könnte. Das wird unangenehm. Auf der nächsten Ebene. Kein Deal für uns. Auf der nächsten Ebene könnte uns aber ein Deal gewiss sein. Auch wenn die Nonne sehr cool wäre. Angriff! Da ist vielleicht der Super Secret Geheimraum. Nicht. Okay. Greif an! Was soll ich damit? Was soll ich denn bitte damit? Okay, wir gehen in den Raum hier. Wir haben Soul Hearts, das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Gib mir die Blanket. Dann kriegen wir nämlich den Holy Mantle-Effekt. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Geheimräume sind. So, absolut gar keine Ahnung. Au. Er will bomben. Der Bombenbagger ist halt auch nicht mehr so gut wie früher. Ich hoffe, ihr kriegt dadurch keinen Schaden, Jungs. Monkey Paw. Knack ab. Ist gut. Killt ihn! Los, Armee des Schreckens! Zum Angriff! Kämpft für mich! Kämpft! Ah. Oh, das ist gut. Du stärkst meine Armee. Dummer, dummer Larry. Larry. Okay, das ist cool. Da kommen wir hin. Eine Menge, Menge Bargeld. Eine Menge, Menge Bargeld. Ich denke, wir sollten dabei bleiben. Gib mir den reduzierten Sack und das Soul Heart. Pille könnte gut sein. Ist sie. Ist sie. Au. Armee, Angriff. Hopp, 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 hopp. Ja, sie greift nicht in dem Ausmaße an, wie ich es gerne hätte. Sie greift nicht in dem Ausmaße an, wie ich es gerne hätte. Bambino. Okay. Kann das auch? Stirb. Marples, Cooking Hazards. Ich finde, wenn das schon ein Begleiter-Run ist, gib mir die 7 H. Ja! Flat File! Yes! Das beste Trinket! Okay, eins der besten.
Ich werde euch sofort zeigen, was es macht. Es ist einfach irrsinnig gut. Werdet schon sehen. Wo sind denn die Stacheln hin? Spoilerwarnung, es gibt keine Stacheln mehr im ganzen Spiel. Die hat diese Pfeile entfernt. Und das macht sie zum neuen Top-Tier-Trinket. Ich wüsste nicht, welches andere Trinket damit konkurrieren sollte. Halt ernsthaft nicht. Ouchies. Ist da der Geheimraum? Wo sind die Geheimräume? Ernsthaft, wo habt ihr die Geheimräume gelassen? Da? Hä? Da muss er da sein. Da? Wo zur Hölle sind die? Okay, ist egal, wir brauchen die nicht, aber... wäre trotzdem nett gewesen. Flooded Caves 2. Oh. Oh. Das kann es auslösen. Interessant. Auf jeden Fall interessant. Wenn ich ehrlich bin. Sprengung. Wir können das Trinket jetzt auch übrigens nicht mehr ablegen. Deswegen. Au. Also von daher. Ganz cool an der Situation. Ja, das macht den Raum ein bisschen witzlos. Joker. Können uns rein jokern. Weg mit euch. Macht sie fertig. Jungs. Okay, wen haben wir als Boss? Gertie. Junge. Der Reiter. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Reiter so viel Damage macht. Der Reiter ist super. Ich glaube, Lump of Coal wird diesen Run nicht weiterbringen. Ist da der Geheimraum? Wo sind die Geheimräume? Das ist der Super Secret Geheimraum. Wenigstens etwas. Shot Speed Down. Infested. Lock up. Paralysis. Amnesia. Yay. Ein voller Erfolg an der Pillenfront. Weiter geht's. Damit dürften wir das Kacke-Item freischalten. Rein da. Okay, spielen wir an dir. Und er zahlt direkt aus. Das ist unfair. Oh, Perfro, wir können rerollen. Das ist gut. Den Reiter mitzunehmen. Ich finde, das hat die Challenge nicht kaputt gemacht, aber es hat unseren Damage-Output halt hart nach oben getrieben, weil wir einen weiteren Begleiter haben, der für uns kämpft. Aber dadurch, dass wir ihn nicht kontrollieren können, finde ich, dass der Aspekt der Challenge noch gewahrt bleibt.
Denn wir können halt nach wie vor nicht selber kämpfen. Hier ist zum Beispiel mit, Ich krieg aus dem Goldhaufen Goldpupis. Das ist cool. Das ist super. Ich liebe es. Ich liebe das Item. Das ist einfach fantastisch. Bei dem Item haben sie sich Gedanken gemacht. Ich mag's. Es ist absurd. Oh. Ja, genau das macht es so fantastisch. Einfach diese dumme Tatsache, ja, wenn du über einen goldenen Haufen läufst, dann werden das Goldpupis. Keine Frage. Wir kriegen auch überraschend viel Zeug. Das ist auch gut. Würde mich ja Emperoren, aber... Oh, ich dachte, wir wären Denkdepths 2. Ich hatte nämlich Angst, dass wir nicht zurück können. In dem Fall kämen wir zurück. Kämpft für mich, meine Scheißhaufenarmee! Kämpft für mich! Zeigt ihnen die Kraft der Kacke! Angriff. Los. Keine Gnade. Kennt keine Gnade. Okay, wen haben wir? Oh, das Doppelpack. Ah. Bye. Mach ihn platt. Los. Range und Luck-Up, okay. Das ist ein Damage-Up. Das Monster-Manual. Nee. Eher nicht. Kein Monster-Manual. Das nehmen wir. Shot Speed Down. Klar. Shot Speed Down. Immer wieder gern. Okay, letzte Ebene. Das letzte... Oh nein. Oh. Hey du. Hast du nicht was für uns? Heilung. Map. Bloodbag HP ab. Easy. The Hero Fund. Ich kann auch nicht so viel dazu sagen, weil ich werde das, worauf es beruht, nicht thematisieren. Und jeder sollte auch definitiv nicht danach googeln. Okay. Unser Damage ist enorm gestiegen. Was passiert eigentlich, wenn, das Ding nicht mehr in der Lage ist, uns die roten Herzen wegzunehmen. Was passiert dann? Ich meine, dann müsste es doch nicht mehr funktionieren und useless werden, oder?
Danke. Ich denke, es wird dann useless. Weil... Ah, rote Pubis! Ich habe keine Ahnung, ob die wirklich nur ein visueller Effekt sind oder ob die wirklich stärker sind. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, die sind stärker. Und das ist alles, worauf es ankommt. Oder? Ja. Okay. Rage und Tears up. Au. Gib mir die beiden. Mama, hier komme ich. Angriff. Lass mich in den Boss Rush gucken. Ich meine, wir laufen Gefahr, das Ganze zu ruinieren, aber ich würde sagen, Boss Rush, go! Der hat auch neue Musik. Amazing. Airdrop Soul Hearts, das ist gut. Jungs, macht sie alle. Jungs, macht mich nicht schwach. Oh, The Fallen. The Fallen. Au. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Wir brauchen Nachschub. Die Armee fällt. Das war definitiv eine scheiß Idee. Das war eine scheiß Idee, den Boss zu machen. Au. Mach das Herz kaputt. Dann ihn. Ich habe keine Bomben mehr. Hilfe. Oh, Steven. Piep. Jungs. Hilfe. Zum Angriff. Macht ihn fertig. Los, Jungs. Verlass mich doch auf euch. Oh nein. Der Engel. Der Engel. Nein. Er hat so viele Pupi-Kameraden auf dem Gewissen. Nein. Oh, das Stain. Ich habe eine Bombe. Wir sind auf ein halbes Herz runter. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Mein Blatt! Weg mit ihm! Von Solard. Von Solard. Ganz dringend. Aber sowas von. Am besten gestern. Gib mir den Solard! Nein! Perfro. Agalas. Jera. Ah, du Lovers. Das ist praktisch. Okay, wir machen die Challenge nochmal. Weil ich ja unbedingt den Boss Rush machen wollte.
Weil ich ja unbedingt den Boss Rush machen wollte. Okay. Diesmal ist es Arbeit. Ja, ja, wohl klar. Diesmal ist es Arbeit. Vergnügen, abgehakt. Jetzt. Oh, Larry. Deine schwache Kontrolle über deine Ausscheidungen wird dir zum Verhängnis. Wir sind rich. Aber wir müssen auch noch bis zu Mama kommen, also. Go. Okay. Jungs. Jungs. Ja. Wir haben den Geheimraum gefunden. Wo waren die hier beim letzten Mal eigentlich? Wenn ich fragen dürfte. Das hat mich etwas gewundert, dass ich beim letzten Mal gar keinen Geheimraum überhaupt ausfindig machen konnte. Das ist ein bisschen lame, dass wir da Bomben brauchen. Was wäre, wenn ich keine mehr gehabt hätte? Pandoras Box. Nee. Das war nicht so gut. Oh, hey. Soulheart. Los, Armee. Angriff. Macht ihn fertig. Jungs. Jungs. Hier rüber. Au. Hilfe, Jungs. Rettet mich. Rettet mich. Darunter. Angriff. Das ist auch ein Erlebnis. Ich finde, das Item ist relativ cool. Jungs. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass es halt mit unserem Damage skalieren tut. Oh, hey. Macht sie platt. Los. Oh. Wir haben eine Menge rote Kackhaufen. Wir haben eine Menge rote Kackhaufen am Start. Oh. Oh nein, ihr seid nur kurzfristig. An für sich, die Bibel wäre schon cool, aber ich hätte dann keine Ahnung, wie ich an neue Mitstreiter komme. Also nicht die Bibel, sondern Book of Revelations. Das ist halt schon nicht schlecht. Aber ich denke, bis Mom kommen wir durch ohne. Deals. Mysterious Candy. Okay. Okay, euch kann ich einfach zu Kacke verwandeln. Das ist kein Problem. Was ist das? Brainworm. Oh. Okay. HP ab. Haben wir nicht genug von. Nein, mehr. Oh. Das würde uns auch die Effektivität geben, zu kämpfen. Deswegen, ich verzichte auf alles, was mich effektiv kämpfen lässt.
Wenn ich Begleiter finde, die Auto-Aiming betreiben, dann ist das nichts, was ich mache, sondern meine Kumpel. Was cool ist. Geh rein hier. Und wieder raus. Einfach Pilz und Adam. Balls of Steel. Easy. Okay. Okay. Los, Männer. Zum Angriff. Kennt keine Gnade. Das ist der Sacrifice Room. Den wollen wir nicht. Aber da ist der Super Secret Geheimraum. Mit roten Herzen. Yay. Hey, Pestilence. Würdest du wohl bitte aufhören, mich anzugreifen? Jungs, würdet ihr ihn bitte angreifen? Ich meine das ernst. Das ist lächerlich. Ja, gib mir den Ball of Bandages, klar. Ich werde damit nicht effektiv in den Nahkampf gehen. Sprengung. Au. Angriff, los! Okay, ich bin effektiv in den Nahkampf gegangen. Es tut mir leid. Aber manchmal... Ihr zwingt mich halt dazu, okay? Ihr zwingt mich dazu. Au. Rein hier. Greift ihn an. Macht ihn alle. Los. Los! Macht ihn fertig! Midlight-Stil. Was ist das? Sulfur Temporary Demon Form. Okay. Wahrscheinlich gibt einem das Brimstone für den Raum. Der Hermit. Gib mir neue Soldaten. Wo sind wir? Depth 1. Okay. Das ist gut. Der Raum eher weniger. Ich vermisse die Pfeile. Ganz ernsthaft. Pfeile ist so ein gutes Trinket. Hab sie lieben gelernt. In der kurzen Zeit, die ich sie hatte. Lass mich gehen. Dankeschön. Okay. Au. Oh, ein Fünfer. Fünfer. Easy. Mach sie fertig. Gott. Die Räume werden einfach nur nervtötend. Beim zweiten Mal ist es gar nicht mal mehr so lustig.
Das ist einfach nur lästig. Ich muss da auch unbedingt den Boss Rush machen. Unbedingt. Das war der Fehler. Dass ich unbedingt den Boss Rush machen wollte, weil es ist ja so lustig. Aha. Kacke Armee. Waltet eures Amtes. Das ist der Super Secret Geheimraum. Voller Pillen. Lemon Party. Health Down. Explosive Diarrhea. I found Pills. Oh, Krieg. Ah, das geschieht dir recht. Okay. Wo kommen wir jetzt raus? Okay. Ja, wir sind beim Ziel. So gut wie. Oh, yeah. Oh, yeah. Bekano Daggers, Bekano. Gib mir auch mal Daggers. Daggers. Danke. Soulheart! Yes! Ja. Macht sie platt. Macht sie fertig. Das Ghost Baby. Ja. Sagte nicht, dass ich nicht, dass ich alles liegen lassen würde. Werde nur nicht effektiv damit schießen. Okay, wo ist Mami? Das ist Irrsinn. Wo ist Mama? Wo bist du? Wo treibst du dich rum? Komm vorbei. Komm vorbei. Machst du nichts. Kannst du gucken raus. Oh. Meine Armee ist blutrünstig. Das Smelter. Wäre cool gewesen, damit schmelzen wir unsere Trinkets ein. Weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ja. Oh. Die können wir dann auch einfach kaputt machen. Das ist cool. Das ist gut zu wissen. Müssen wir nur nicht sterben. Jungs die Arbeit machen lassen. Ja. Leichter gesagt als getan. Au. Jungs. Es ist problematisch. Au. Die haben das geändert. Macht der Fuß jetzt dauerhaft Schaden? Jungs. Zum Angriff. Werdet ihr sie wohl angreifen?
Werdet ihr wohl? Los! Lass mich den Pokal mitnehmen. Dirty Mind has appeared in the basement. Ist ja schon reichlich spät. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, genauso wie ich. Haut rein, bis dann und ciao.